hat mich in den Arm genommen wie ein Vater oder eine Mutter. Ich habe mir zuerst dabei gar nichts gedacht. Ich fand es bisher auch immer lächerlich, darüber zu reden, weil zwischen diesen Dingen und meinen Taten einfach keine Vergleichsmöglichkeit besteht. Er hat mich dann mal so zur Seite gedreht, meine Hand geführt und gesagt, hier rauf und runter, so. Das habe ich dann gemacht bei ihm. Und er hat das dann bei mir auch gemacht. Am gemeinsten fand ich, dass er das alles getan hat, obwohl ich starkes Fieber hatte. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was ich getan habe, regelrecht passiert ist nichts. Komischerweise kann ich dem Mann selbst heute ein gewisses Maß an Respekt nicht versagen. Er war nicht das, was man sich unter einem Knabenschänder vorstellt. Kein schleimiger Kerl, der hinter Kindern herschleicht und mit Schokolade lockt. Er hat mit uns Fußball gespielt. Für uns Filmvorführungen arrangiert. Einmal im Jahr eine richtige Kirmes organisiert mit Schießbuden und so. Die sexuelle Abartigkeit, die er gehabt hat, die passt doch da absolut nicht rein, nicht wahr? Wissen Sie, ich möchte den guten Mann vergessen. Darum rede ich nicht so gern von diesen Sachen. Es ist schwerer zu sagen, was man mit einem geschehen ist, als das zu sagen, was man selbst getan hat, nicht? Denn wenn es um den eigenen Körper geht, dann ist es selbst für einen Jürgen Bartsch ziemlich schwer. In Marienhausen hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Freund. Aber nicht, weil ich jetzt Kontakt gesucht hätte, sondern da hatten sich praktisch zwei Einzelgänger gefunden. Freundschaften waren verboten, weil Freundschaft als solche wäre schon verdächtig. Die haben ja hinter jedem Blick, haben die ja was Sexuelles gewittert. Na? Bist du schon wieder mit ihm zusammen? Das kommt davon, wenn man sich zu viel aufs Tablett stellt! Bei Dirk war das so gewesen, dass ich... Wie soll ich sagen? Dass ich versucht habe, ihn völlig in Beschlag zu nehmen. Wenn er nur einen anderen Jungen angesehen hat, dann bin ich schon wütend geworden. Und wenn wir uns verkracht haben, dann war ich immer richtig niedergeschlagen. Wenn ich in der Kirche war, habe ich richtig gebetet. Lieber Gott, mach, dass wir wieder zusammenkommen. Ich habe Dirk geliebt. Aber ohne es auszusprechen. Genau das war's. Was ist denn los? Ich bleibe hier keine Stunde länger. Gehst du mit? Wohin denn? Weiß nicht. Erst mal weg hier. Ich habe noch Geld von meinen Eltern. Los, lass uns abhauen. Na gut. Geh weg! Lass mich in Ruhe!
war an sich eine Angelegenheit von keiner richtigen Überlegung. Das ging blitzschnell. Ich hatte nur den einzigen Gedanken, wenn du ihn jetzt unter den Zug wirfst, dann ist er tot und dann kann er sich nicht mehr wehren. Und dann kannst du ihn ganz nackt ausziehen. Dass mit mir in der Hinsicht was nicht gestimmt hat, das habe ich da zum ersten Mal gemerkt. Sie müssen mir das glauben. Es gab niemanden, der erschreckter war als ich. Aber nur bis die sexuellen Gedanken wiedergekommen sind. Ne? Nach ein paar Stunden war es dann mit dem Entsetzen vorbei. Was ich da versucht hatte vorher, das hatte ich vergessen. Die Höhle habe ich entdeckt, kurz nachdem ich aus Marienhausen zurückgekommen bin. Ich habe mich richtig verliebt in dieses Ding. Das war was, was mir gehört hat, wo mir nicht sofort jemand dazwischen furzen konnte, nicht wahr? Das war mein Reich. In meiner Fantasie erschien mir das sofort als besonders geeigneter Ort für meine Taten. Ich habe mir gedacht, wenn überhaupt, dann da. Ich habe mir überlegt, du sprichst einfach einen Jungen an und erzählst ihm irgendeine Geschichte von einem Schatz im Bunker und dann kommt er sicherlich mit, freiwillig. Ja, und dann habe ich da auch ein paar Wochen versucht, einen zu kriegen. Damals habe ich ja noch bei uns in der Siedlung nach Jungen Ausschau gehalten und in der näheren Umgebung. Also im Wald und so. Aber das war gar nicht so einfach. Gott sei Dank, würde man heute sagen. Besonders sympathisch sind mir die männlichen Kinder. Naja, was andere an Kindern auch anziehend finden. Schlank, nettes Gesicht, dunkle Haare, große Augen und so weiter. Sie durften noch keinen richtigen Bart haben, das hätte mir jede Lust genommen. Stunden und Tage habe ich mir den Kopf zerbrochen. Soll er Haare haben oder soll er keine Haare haben? Soll er entwickelt sein oder nicht? Ich war völlig konfus. Ein Junge hätte noch so eine schöne Figur haben können, aber wenn er rote Haare gehabt hätte, pfui. Dunkelblond oder schwarz mussten sie sein. Ich weiß nicht warum, aber ganz hellblond löst irgendwelche Hemmungen in mir aus, da komme ich mir immer noch schweinischer vor. Die Jungen sollten alle so zwischen 8 oder 9 frühestens und 13 oder 14 höchstens sein, so viel war mir klar. Als Sexobjekt hätte ich mir einen richtigen Mann gar nicht vorstellen können. Neuerdings denke ich daran, dass ich auf dem Boden liege. Und der Junge müsste dann breitbeinig über mich kriechen. Mit dem Gesäß nach oben. Und sein Ding würde ein wenig runterhängen. Dann müsste er langsam runterkommen und ich würde sein Glied und seine Hoden in den Mund nehmen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber das wäre mehr eine zärtliche Sache, wenn ich das mal so ausdrücken soll. Dabei strebe ich gar nicht nach dem Homosexuellen hin. Ne? Also normal. Stinkt normal wäre für mich das Allerwünschenswerteste.